Da ist er, dein Schatz. Ja, Mann. Sag's doch mal, sag's doch mal, sag's doch mal. Da ist er, dein Schatz. Und damit euer neuer WXW Shotgun Champion, der International Superstar, das gottverdammte Rückgrat dieser Prostitution, Norman Harras. Also, nicht jeder ist glücklich darüber, dass du hier und heute den Shotgun-Title, deinen Schatz... Ich sag dir was, Junge, ich sag dir was. Das heute, da könnt ihr alle mal zuhören, das heute ist ein historischer Abend, bei dem ihr Zeugen sein dürft. Denn ich verspreche euch, in 10, in 15 Jahren wird auf diesen Abend zurückgeblickt. Da wird gesagt, Norman Harras war es, der Westside Extreme Wrestling, ach Quatsch, Norman Harras war es, der das europäische Wrestling wieder aus diesem Jammertal hinausgeführt hat. Ich sag's euch, mein Marktwert, meine Geschichte, die Lizenzen für die Autobiografien und die Dokumentationen steigen ins Unermessliche. Baby, euer Alter. Eine Frage hab ich noch. Norman, du trittst ja heute Abend nochmal an in dem Tag Team Match. Was? Ja, das kannst du dir schön von der Backe schmieren. Ich sag euch mal eins, ich bin wieder der Shotgun Champion. Das heißt, die Paychecks kommen wieder in mein Haus. Dementsprechend habe ich es gar nicht nötig, hier vor euch Bauerntölpeln aufzutreten. Das gerade war der erste, der ist immer umsonst. Aber in 2 Jahren, da zahlt ihr alle 50 Euro für die Meet and Greet Tickets, damit ihr Fotos mit mir erhalten könnt. Also in diesem Sinne, Andreas, werde ich mich jetzt hier schön vom Staub machen. Ich werde Brocken den Rücken kehren und nie wieder dahin zurückkehren. Denn ich gehe jetzt in mein schönes 5-Star-Hotel, leg mich gemütlich mit einer Flasche Shampoos und einer kleinen Chica in die Badewanne. Und was ihr hier macht, das ist mir sowas von egal. Also, Dre, abmoderieren.